Hey Robert, was los? Vermisst du mich? Ja, klar. Ich habe gehört, dass ein 19-jähriges Mädchen vermisst wird. Brauchst du mich? Du, ich bin gleich bei dem Pferdehof. Genieß du mal dein Wochenende. Ich melde mich, falls... Ach du Scheiße! Philipp, alles klar? Ja, du, ich muss Schluss machen. Ich melde mich später. Hey, wer bist denn du? Na, du? Ach du Scheiße. Was machst denn du hier? Hä? Sonja? Sonja? Vollmer? Ja. Mein Name ist Stehler, ich bin von der Kripo. Ist Sonja noch nicht wieder aufgetaucht? Nein, aber das ist Sonjas Pferd. Oh mein Gott, noch mehr Blut. Ich hab's ja gewusst. Sonja ist verletzt. Ganz ruhig, Frau Immler. Ganz ruhig. Ich bin jetzt hier, ich helfe Ihnen. Erzählen Sie doch mal. Ich habe solche Angst. Seit 8 Stunden suchen wir nach Sonja. Und was meinen Sie mit noch mehr Blut? Wir haben die ganze Gegend abgesucht und im Wald eine Blutspur gefunden. Ich hatte gehofft, dass es nicht Sonjas Blut ist. Aber jetzt kommt Gino zurück, alleine und mit Blut am Sattel. Er ist so ganz verschwitzt. Er muss eine lange Strecke gerannt sein. Was ist das? Sonjas Handy? Hallo? Hallo? Wer ist da? Stehler von der Kripo. Und wer ist da? Jenny, haben Sie Sonja gefunden? Nein, bisher noch nicht. Nur das Pferd. Ah, ich sehe sie. Ginos Sattel ist voller Blut. Das ist Herr Stehler von der Kripo. Oliver Göhr, mir gehört der Hof. Das ist unser Reitlehrer Sönke, unser Hausmädchen Jenny und Frank ist unser Stallbursche. Sonja ist vor über 10 Stunden los, um auszureiten. 2 Stunden später wollte sie wieder zurück sein, weil sie einen wichtigen Termin mit dem Hufschmied hatte. Aber sie kam nicht. Alle haben nach ihr gesucht. Aber keiner hat sie gefunden. Die örtliche Polizei sucht die umliegenden Dörfer ab. Wir selber suchen rund um den Hof. Bisher ohne Erfolg. Okay. Sie müssen mir unbedingt die Stelle im Wald zeigen, an der Sie das Blut gefunden haben. Ja. Sucht mal weiter. Kommen Sie mit. Okay. Hier geht's. Hier haben wir das Blut gefunden. Hier. Oh, das ist eine Menge Blut. Hier auch. Es geht da weiter. Passen Sie bitte auf beim Laufen. Keine Spuren verwischen. Hier ist überall Blut. Noch weiter. Schön aufpassen. Hier endet die Spur. Was glauben Sie, ist hier passiert? Schwer zu sagen. Wenn das Blut wirklich von Sonja stammt, dann war sie nicht allein. Hier sind überall unterschiedliche Fußspuren. Hatte Sonja mit jemandem Streit? Da fällt mir eigentlich nur Leo ein. Leo? Wer ist denn Leo? Leo ist mein Sohn. Leos Mutter ist vor 3 Jahren an Krebs gestorben. Und vor 2 Jahren habe ich mich in Anke verliebt. Das machte ihn sehr wütend. Bis heute. Oliver und ich, wir haben uns vor 2 Tagen verlobt. Als Leo das erfahren hat, ist er völlig ausgerastet. Ich habe ein blutverschmiertes Messer. Oh Gott! Bleiben Sie ganz ruhig. Wir wissen ja gar nicht, ob das hier alles mit Sonja zu tun hat. Ich würde vorschlagen, wir gehen zurück zum Hof. Ich muss die Verstärkung beauftragen. Die Spurensicherung wird feststellen, ob das Blut überhaupt von Sonja ist. Ich würde mich gerne mit Leo unterhalten.
Das war doch ein Schuss. Ey, Waffe weg, sofort, Polizei, Waffe runter. Und du schmeißt den Spaten weg. Ich hab die unter deinem Bett gefunden. Warum hast du eine Waffe, eine geladene Waffe? Ich hab mir fast in den Fuß geschossen. Was hast du in meinem Zimmer zu suchen? Das ist meine Privatsache. Das ist deine Waffe? Also ja. Wo hast du die her? Von einem Kumpel. Wieso hast du verdammt nochmal eine Waffe? Um im scheiß Wald ein paar Tannenzapfen runterzuschießen. Das hast du doch früher auch gemacht. Hast du selbst erzählt. Wo ist Sonja? Was hast du mit dir gemacht? Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Schatz, bitte. Lass ihn doch erstmal reden. Mit dir habe ich überhaupt nichts mehr zu reden. Okay, dann reden wir. Wo warst du den ganzen Tag? In meinem Zimmer. Mir ging's nicht so gut. Aber das interessiert hier ja eh keinen. Ganz alleine. Den ganzen Tag in deinem Zimmer. Nee, mit einem der Pferde. Junge, jetzt lass den Blödsinn. Denkst du ernsthaft, ich habe Sonja was angetan? Du merkst echt überhaupt nichts mehr. Anke und Sonja sind nur auf unser Geld aus. Wenn es nach mir gehen würde, dann wäre die lieber heute als morgen vom Hof verschwunden. Parasiten sind es. Wie redest du denn? Was ist los mit dir? Was ist los mit mir? Mit mir? Was ist los mit dir? Du weißt überhaupt nichts mehr über mich, weil du aufgehört hast, dich für deine Familie zu interessieren. Deine richtige Familie, mich und Mama. Das stimmt nicht. Jetzt warte doch mal. Ich muss mich für meinen Sohn entschuldigen. Er hat den Tod seiner Mutter noch nicht verarbeitet. Die beiden standen sich wirklich sehr nahe. Verstehe. Würden Sie Ihren Sohn zutrauen, dass er Sonja etwas angetan hat? Nein, das glaube ich nicht. Ich spreche noch mal mit ihm. Die Nummer mit der Waffe wird Konsequenzen haben. Ich würde ihm das leider schon zutrauen. Ja, ich traue es ihm auch zu. Und ganz ehrlich, ich kann hier nicht rumstehen und quatschen. Ich weiß, wir haben überall gesucht. Aber wenn Sonja hier irgendwo verletzt liegt, dann werde ich sie finden. Ich gehe sie jetzt suchen. Wenn Sie wollen, können Sie heute Nacht hier schlafen. Los. Ich lasse Ihnen ein Zimmer zurechtmachen. Dann müssen Sie nicht den weiten Weg in die Stadt zurückfahren. Danke fürs Angebot. Ich beteilige mich erstmal an der Suche. Morgen. 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 Wo ist denn Philipp? Er kommt ein bisschen später. Die hat gestern noch relativ lange bei der Suche nach dem Mädchen geholfen. Aha. Und? Was Neues vom Pferdehof? Allerdings. Die Auswertung des Blutes ist da. Das Blut am Boden, am Sattel und am Messer stammt von Sonja Imler. Ihre Mutter war völlig fertig, als sie das gehört hat. Ja, ist ja verständlich. Das Mädchen ist seit über 24 Stunden verschwunden und schwer verletzt. Und die hat bestimmt tierisch Angst, wenn sie überhaupt noch lebt. Sie müssen das Mädchen finden. Der Täter bekommt mehr und mehr Vorsprung. Je länger wir brauchen, desto unwahrscheinlicher wird es, dass wir sie finden. Ja. Was ist denn mit der Tatwaffe? Waren da Fingerabdrücke drauf? Nee, nichts Brauchbares. Hm. Wer macht denn sowas? Warum sticht jemand auf eine junge Frau ein? Wir haben uns mal einen Überblick über die Angestellten verschafft. Kommt mal rüber. Der hier. Oliver Göhr. Das ist der Besitzer vom Reiterhof. Früher selbst mal ein guter Reiter gewesen und hat von den Preisgeldern den alten Hof übernommen und hat den dann wieder flott gemacht. Vor 3 Jahren ist seine Frau verstorben und seit 2 Jahren ist er jetzt mit Anke Imler zusammen. Die ist alleinerziehend. Ihre Tochter Sonja reitet auf dem Hof und das schon seit sie klein ist. Und der hier, Oliver Görs Sohn, Leo. Aktuell einer unserer Hauptverdächtigen und er hat ein Motiv. Der ist wütend auf Anke und Sonja Imler. Der will nicht, dass sie seine Familie werden. Und er hat Angst um sein Erbe. Speziell jetzt, wo die beiden heiraten wollen. Aber wird er dann nicht eher die Mutter angreifen? Alex, wenn er die Tochter verletzt, trifft er die Mutter doch mitten ins Herz. Ja. Und dann hätten wir noch die beiden. Jenny, das Hausmädchen, arbeitet seit 1 Jahr auf dem Hof. Und Frank Smith, ein Halbamerikaner. Der Vater ist Amerikaner, die Mutter Deutsche. Er selbst ist in Amerika auf eine deutsche Schule gegangen. Jetzt gerade macht er eine Weltreise und jobbt seit 8 Monaten auf dem Hof. Oh. Ein Stopp von 8 Monaten ist aber ganz schön lang bei einer Weltreise. Ja, scheint ihm gut zu gefallen, ja. Ja, aber zu den beiden haben wir erstmal nichts Auffälliges. Aber... Auf das große Aber habe ich die ganze Zeit gewartet. Der hier, Sönke Erdmann, der Reitlehrer. 3 Anzeigen wegen sexueller Belästigung. Jedes Mal ist er danach umgezogen. Immer in eine andere Stadt, immer auf einen anderen Hof. Als wäre er jedes Mal nach seinen Taten geflohen. Ja, wahrscheinlich holen ihn genau diese Taten jetzt wieder ein. Sonja Imler ist ein hübsches Mädchen. Wer weiß. Vielleicht hat er sie ja belästigt. Und dann hat sie sich gewehrt.
Oder sie hat ihm gedroht, ihn anzuzeigen. Dann wäre das die vierte Anzeige gegen ihn in Folge. Dass er nochmal ungeschoren davonkommt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Und das muss er gewusst haben. Ich habe solche Typen echt gefressen. Ernsthaft. Es wird immer schlimmer. Eine Freundin von mir wurde von ihrem Tennislehrer angegrapscht. Eine andere von ihrem Kollegen. Und immer hieß es, falsch interpretiert. Ich schnapp mir den jetzt.